Gleich geht's los, liebe Zuschauer. Noch immer ist ja nicht ganz klar, wie der Bau des riesigen Estadio Santiago Bernabeu im Jahr 1944 überhaupt gelingen konnte. Ja, treibende Kraft war damals die namensgebende Clublegende Santiago Bernabeu, auch wenn das Stadion selbst erst einige Jahre später nach ihm benannt wurde. Aduriz, da ist er drin, ein tolles Tor. Ein echter Traumstart, schon nach 3 Minuten liegt der Ball im Netz. Geht er rein? Und das Tor, der Ball zappelt im Netz, sie sind zurück in diesem Spiel. Cesc Fabregas am Ball. Er zieht ab, da klatscht der Ball an den Pfosten. Jetzt müssen sie aufpassen, da zieht er ab. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Iniesta. Cesc Fabregas, da haben sie Glück. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Jetzt Fabregas am Ball. Und jetzt der Schuss. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Aduriz, da passt der klasse auf. Und Pedro. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Cesc Fabregas. Es gibt Ecke. Ich glaub's nicht, der ist drin, das muss der Sieg sein. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Pedro, gute Aktion vom Keeper hier, hält den Ball und sein Team damit im Rennen. Ja, es bleibt bei einem Tor Rückstand und das ist natürlich aufholbar. Gucke jetzt. Ein Torvorsprung hat am Ende gereicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Und viel wichtiger als der Sieg, auch wenn der natürlich schön ist, sind die Eindrücke, die der Trainer von den Spielern heute gewinnen konnte.